Die neue Partei Bündnis Sacher-Wagenknecht erlebt eine ziemliche Pleite. Monatelang gab es immer wieder Gerüchte über eine Sacher-Wagenknecht-Partei. Letztes Jahr ist Frau Wagenknecht dann auch offiziell aus der Linken ausgetreten. Und am Montag wurde jetzt ihre neue Partei Bündnis Sacher-Wagenknecht gegründet. Das ging aber wohl aufgrund der Bauernproteste am 8. ziemlich unter. Jetzt wird sie auch in den Wahlumfragen mit aufgeführt, aber die Ergebnisse dürften für sie ziemlich ernüchternd sein. Übrigens ganz im Gegensatz zur AfD, die in Thüringen jetzt schon auf 36% kommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist jetzt nur Thüringen, aber schauen wir doch mal, wie es in den anderen Bundesländern aussieht. Hier zum Beispiel in Brandenburg ebenfalls 4% und selbst in Sachsen auch nur 4%. Was gab es da vorher für Hochrechnungen und Spekulationen? Eine Wagenknecht-Partei könnte die AfD halbieren, sind ja alles nur Protestwähler und jetzt hätten sie ja endlich eine demokratische Alternative. Ich kann dieses Wort sowas von nicht mehr hören. Und klar, das sind natürlich noch sehr frühe Umfragen. Auch wenn die Partei seit 6 Monaten im Gespräch ist, wurde sie ja erst vor 4 Tagen gegründet. Trotzdem denke ich, kann man sie nicht wie irgendeine neu gegründete Partei behandeln, die natürlich am Anfang kaum jemand kennt, denn Frau Wagenknecht ist zweifellos eine bekannte Persönlichkeit. Deshalb glaube ich, haben diese Ergebnisse schon eine gewisse Aussagekraft. Ich war tatsächlich selbst lange Zeit ziemlich begeistert von ihr. Denn Frau Wagenknecht erkennt die Probleme, die Deutschland hat, und sie traut sich auch mal Meinungen, die gegen den Mainstream gehen, ganz offen und klar anzusprechen. Wie sagte Einstein so schön, die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer das Gleiche zu tun und trotzdem ein anderes Ergebnis zu erwarten. Die Bilanz von 2 Jahren Ampel ist eine schrumpfende Wirtschaft, die drohende Abwanderung wichtiger Teile unserer Industrie und immer mehr Familien, die sich einschränken müssen. Und nein, die Probleme haben nicht ihren Ursprung in fernen Mächten. Andere Industrieländer leben in der gleichen Welt, mit den gleichen Kriegen und mit den gleichen Krisen. Und trotzdem wächst da die Wirtschaft. Trotzdem ist da die Inflation in der Regel niedriger als bei uns. Und trotzdem lernen die Kinder in der Schule noch rechnen und schreiben. Deutschland ist heute wirtschaftlich das Schlusslicht unter den Industriestaaten. Wie viele Rentnerinnen und Rentner wollen Sie noch in die Armut und wie viele Mittelständler in die Krise oder ins Ausland treiben? Und wo Sie sparen könnten, da geht die Geldverschwendung weiter. Ein gigantischer Rüstungsetat plus Misswirtschaft beim Rüstungskauf. Ein Heizungsgesetz, das keiner braucht und unlimitierte Waffenschecks für die Ukraine. Und der EU-Gipfel öffnet jetzt sogar noch Beitrittsgespräche. Ein EU-Beitritt der Ukraine würde hunderte Milliarden kosten und ein Viertel davon wird der deutsche Steuerzahler zu bezahlen haben. Warum gab es kein Veto des Bundeskanzlers? Nein, die Ampel befindet sich nicht in einer Notlage. Die Ampel ist die Notlage für unser Land. Vielen Dank. Ja, Frau Wagenknecht kann richtig gute Reden halten. Und wohl der bekannteste Spruch vom letzten Jahr, Frau Wagenknechts Bewertung der Ampel. Also da muss man wirklich sagen, auf so einen Einfall muss man erstmal kommen. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Ja, warum dann meine Kritik? Da wäre erstmal, dass sie ganz im Sinne der Ampel natürlich auch eine Brandmauer aufbaut. Frau Wagenknecht distanziert sich in ihrer Rede ganz klar von der AfD. Ihre Mitstreiterin, Frau Amira Mohamed Ali, zur Aufnahme von AfD-Mitgliedern gesagt, das ist unvorstellbar. Ganz im Gegensatz zur Werteunion, zumindest hat Hans-Georg Maaßen gesagt, dass es keine Brandmauern geben wird und dass es sich auch eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen könnte. Also das heißt, Sie würden auch mit der AfD und auch anderen Parteien grundsätzlich sprechen? Natürlich. Ich bin gegen Brandmauern gegenüber Menschen. Ich bin auch gegen Brandmauern gegenüber Gruppierungen und Parteien. Ich bin der Auffassung, ein Demokrat muss mit allen Menschen reden und auch mit allen Parteien reden. Und wenn man zum Ergebnis kommt, man kommt zusammen, weil man gemeinsame Standpunkte hat, die Probleme gleich sieht und auch die gleichen Lösungsansätze finden kann, dann kann man auch miteinander zusammenarbeiten mit denjenigen, die die Probleme verschweigen oder die jedenfalls aus meiner Sicht dann die falschen Lösungsansätze haben, kann man nicht zusammenarbeiten, aber reden muss man mit allen. Und es braucht das doch auch in einer Demokratie. Wie soll denn ein Regieren funktionieren, wenn man von vornherein jegliche Zusammenarbeit ablehnt? Und bei diesen Umfragewerten wird man um ein gemeinsames Regieren nicht mehr herumkommen. Der nächste wichtige Punkt betrifft Frau Wagenknechts Migrationspolitik.
Sie hat zwar gefordert, sie möchte die Aufnahme von Migranten in Deutschland begrenzen und fordert ein Umdenken in der Migrationspolitik. Auch dieses Interview mit der Welt klingt hier sehr vernünftig. Und die Zahlen runterzubekommen, auch da, finde ich, ist Dänemark ein gutes Beispiel. Wir müssen nicht auf EU-Regeln warten. Eine EU-Regel wäre besser, auch Asylverfahren außerhalb der EU wären gut. Das können wir als Deutsche sicherlich nicht alleine in die Wege leiten. Aber wir können ganz klar das Signal aussenden, das hat Dänemark auch getan mit Erfolg. Sie haben einfach gesagt, wir nehmen nicht mehr auf. Wer wirklich Asylanspruch hat, wer wirklich ein erfolgreiches Asylverfahren bei uns bekommen kann. Ja, der hat auch ein Schutzrecht, aber die übergroße Mehrzahl der Menschen, die kommen, haben ja kein Asylrecht. Aber zurzeit ist es so, wer kommt, kann in der Regel bleiben. Und das ist eben der große Pull-Faktor, also der Anreiz, der eben ganz viele Menschen dann auch nach Deutschland führt. Ja, das klingt alles sehr vernünftig, aber nachdem ich mir dieses Interview von Ihrer Fraktionschefin angehört habe, habe ich da so meine Zweifel. Gibt es beim Thema Abschiebungen, bist du generell gegen Abschiebungen? Ich bin generell gegen Abschiebung, ja. Egal wohin, egal wer. Ja, also da sind wir natürlich bei der grundsätzlichen Frage. Also ich bin generell gegen die Abschiebepraxis, wie es jetzt passiert. Es gibt keine Abschiebung nach Afghanistan, keine Abschiebung nach Syrien, gar nichts. Also jeder Mensch, der geflohen ist, aus Not geflohen ist, der muss hier bleiben können. Und der muss hier auch eine Perspektive haben können. Also wenn ich mir vorstelle, dass man sozusagen hier ist und man muss befürchten, egal wie lange ich auch hier war, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich bin jetzt 10 Jahre hier, in dem Moment, wo bei mir dann da wo ich herkomme, es ist dann vielleicht zu Hause mittlerweile auch hier, da hört jetzt die Bedrohungssituation aus und dann muss ich wieder zurück. Das ist so fürchterlich. Ich meine, wie will man dann hier ankommen? Das geht ja nicht. Ich würde es genau andersherum formulieren. Wie soll denn hier jemand ankommen und auch einen Anreiz haben, sich zu integrieren, wenn man weiß, egal was ich tue, egal welche Straftaten ich begehe, ich kann niemals abgeschoben werden. Daran krankt doch das ganze System. Der nächste Punkt ist Frau Wagenknechts wirtschaftliche Einstellung. Wie problematisch die ist, habe ich vor allem beim Lesen ihres Buches Reichtum ohne Gier gemerkt. Dort schreibt sie zum Beispiel, das kapitalistische System bringt ausschließlich Ungerechtigkeiten und Nachteile mit sich. Sie träumt von der Verstaatlichung von Wohnungen, Verkehrs-, Wasser- und Energiebetrieben, planwirtschaftlichen Regulierungen wie Preisbremsen und mehr Umverteilung. Der Staat soll bestimmen, was und wie viel produziert wird. Ja, da dürfen die Grünen Beifall klatschen. Denn das ist genau der Schlüssel, den sie brauchen, um ihre ideologiegetriebene Energiepolitik durchzusetzen. Unser Problem ist ja gerade die immer weiter ausufernde Planwirtschaft der Regierung. Ob das jetzt das Heizungsverbot ist, das Verbrennerverbot oder das AKW aus. Immer glaubt der Staat, es besser zu wissen als die Wirtschaft. Beziehungsweise nimmt es sich heraus, die Bürger zu bevormunden. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit einer gesunden Marktwirtschaft, in welche der Staat so wenig wie möglich eingreift, mit niedrigeren Steuern, einen breit gefächerten Wohlstand erreichen können. Wenn Technologien sich am Markt behaupten müssen und nicht am Parteibuch der Grünen, dann kann Deutschland auch wieder aus der Krise kommen. Ich bin aber auch gespannt auf eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn es gefallen hat, gerne ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal.